Hallo, grüß euch. Ostern steht vor der Tür. Und jetzt machen wir von der Andrea Krambichler die Osterpinzen. Und zwar sind die in dem Buch vollschnittig. Das, was ich übrigens sehr, sehr empfehlen kann. Das ist wirklich ganz ein tolles Buch und was mich jetzt total fasziniert hat. Ich bin in Innsbruck in die Tirole gegangen, ein Riesending, Angebot an Kochbüchern. Und was steht in der Mitte drinnen? Das, die beiden Bücher von der Andrea Krambichler. Und da muss ich jetzt dazu sagen, da gratuliere ich wirklich von ganzem Herzen. Eine Hausfrau mit drei Kindern, was sich so weit vorkämpft, dass diese Bücher in der Tirole auf dem Tisch liegen, wo die Neuigkeiten sind. Also da muss ich sagen, Hut ab und gratuliere. Natürlich kann man die Bücher auch bei der Andrea selber bestellen, was ja, glaube ich, so und so das Allerliebste ist, weil die ganzen Kosten wegfallen. Das sehe ich ja ein, weil es ist ein Haufen Arbeit und ihr ist einfach lieber, wenn man sie bei ihr bestellt. Aber bei der Tirolia, ich finde das super klasse. Also Andrea, falls dass du das Video siehst, ich gratuliere dir von Herzen, was du auf die Beine stellst. Und jetzt als allererstes tue ich immer die Milch lauwarm und, jetzt habe ich was vergessen, tue ich gleich außer. Die Milch lauwarm und da tue ich die Hefe rein und schaue, ob sie geht. Und die ist jetzt gegangen. So, da habe ich das Mehl drinnen. Dann tun wir dazu Garmistein, den Zucker. Nachher tun wir dazu in Butter. Dann tue ich einmal dazu eine Prise Salz. Nachher tun wir dazu einen Vanillezucker. Die schreibt es natürlich genau ins Rezept. Aber wie gesagt, wenn es hat, die Kekselbuch, es ist einfach super klasse. Jetzt habe ich da ein bisschen Vanilleschote rein, aber das macht nichts. Dann tun wir die Zitronenschale. Bitte immer nur das Gelbe, gell? Das Backrahl habe ich auf 40 Grad vorgeheizt, weil, steht auch da drinnen, der Pinzenteig ist ein bisschen ein schwerer Teig und deshalb braucht er die Wärme. Orangenschalen habe ich jetzt leider keine da. Da greife ich jetzt zu den im Backel zurück. Ich hoffe, es verzeiht mir das. Dann Rum. Bitte könnt ihr einen Esslöffel Rum rein tun. Ich tue das nicht, weil wir keinen Alkohol trinken. Jetzt tue ich halt Aroma rein. Gell? Dann tun wir eine. Drei Dotter. Das Eiweiß ja nicht wegtun, gell? Da macht es auch entweder ein Baiser oder Schaumhaferl oder irgendwas. Ich tue jetzt dann das Rezept rein für die Schaumhaferl. Das ist eh das Rezept von der Andrea von die Burgenländer Schnepf. Und da einfach die Baiser-Masse über Wasserdampf aufschlagen, was angeben ist. Und die kann man dann wunderbar in die Schaumhaferl einfüllen. Und genauso wie die Schnepf 2 Stunden stehen lassen und in Schokolade dunkeln. Ist hervorragend. Aber da werde ich vielleicht noch ein extra Video machen. Also Rum, Vanillezucker, Salz, Orangenschale, 3 Dotter Zucker. Und jetzt kann man nachher noch der Weißwein, 30 ml. Das ist alles.
Und das lassen wir jetzt zu einem Teig verrühren, der was sich bitte selber von der Schüssel löst. So lange lasst ihn kneten, bis er sich vom Schüsselrand selber löst. Und dann zeige ich euch, wie er ausschaut. So, ich zeige euch das, wie das jetzt sein muss. Und zwar so. Der löst sich selber von der Schüssel und dann ist der Garnteig richtig. Schön glatt. Ich tue immer noch mit der Hand ein bisschen nacharbeiten, dass ich das Gefühl habe, dass er auch schön glatt ist und nicht grisselig und nichts. So. Und den bitte bei 40 Grad oder 39 Grad im Backrau. Lassen wir den jetzt gehen. Es ist relativ ein schwerer Tag und den lassen wir jetzt eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde. Die Andrea schreibt eine halbe Stunde, schauen wir, ob es das ist. Ich habe das Backrau jetzt vorgeheizt auf 40 Grad. Das schalte ich jetzt aus und tue ihn da rein und lasse den Ohr. Und dann bin ich wieder bei euch, weil dann tun wir die Kugeln schleifen und dann lassen wir noch einmal gehen und dann tun wir einschneiden und dann tun wir backen. Okay? Tschüss dabei! So, der Tag ist gegangen. Jetzt tue ich immer so zusammenkneten. Viel geht da nicht auf, gell? Da schreckt es nicht. So, und dann tue ich ihn rundschleifen. In der hohlen Hand einfach so rundschleifen. Dass es eine schöne Kugel gibt und unten ist der Verschluss da. Einmal. Unten ein bisschen zusammendrücken. Und rundschleifen. Es darf bitte nicht ein Mehl auf der Fläche haben, sonst könnt ihr ihn nicht schleifen. Der geht nicht. Dann muss die Fläche ganz glatt sein. Unten eine und jetzt. Und dann lassen wir noch einmal so eine Dreiviertelstunde. Lass ich den jetzt noch einmal gehen. Dann tun wir einschneiden mit der Schere und dann tun wir backen. Ich stelle den jetzt wieder ins Backrohr, dass er schön in Ruhe gehen kann. Da brauche ich nicht aufpassen, ob eine Tür aufgeht oder nicht. So tue ich ihn jetzt zudecken und ins Backrohr. Und so in einer Stunde, dreiviertel Stunde, bin ich wieder bei euch und den mal einschneiden und den backen. Gell? Führt euch dabei. So, meine Lieben, Entschuldigung, ich habe fürs Mittagessen schon die Nudeln gemacht. Die sind jetzt super schön aufgegangen. Das Backrohr habe ich jetzt auf 160 Grad Heißluft durchs Vorheizen. Und jetzt tun wir die super schön einstreichen mit einem Ei-Milch-Gemisch. Sind richtig schön geworden. Dreiviertel Stunde. Jetzt tun wir die Schere ein bisschen mit Öl einstreichen und dann tun wir es da in die Mitte rein und schneiden so ein Y rein. Da einfach in die Mitte. Ja.
Und jetzt, wenn das Backerl 160 Grad hat, dann tun wir sie bei 160 Grad circa eine halbe Stunde backen. Die Andrea schreibt das Backerl einen Kochlöffel rein tun, damit das Backerl einen Spalt offen ist. Bei den modernen Herde geht das manchmal nicht. Ich probiere es, ich habe es jetzt noch gar nicht probiert, ob es bei meinen geht. Wenn es nicht geht, dann müssen wir es halt normal backen und wenn es geht, dann bitte einen Kochlöffel rein. Ich warte jetzt, bis das Backerl vorkratzt ist und ich zeige es euch nachher, wenn sie fertig sind. Gell? Euch dabei. So, meine Lieben, die Osterbinzen sind fertig, sind super schön geworden. Danke, liebe Andrea, für das tolle Rezept. Es funktioniert auch, wenn man das Backerl nicht offen macht, weil bei mir geht das auch nicht, dass man einen Kochlöffel einspannt. Das schaltet sich dann aus. Vielen Dank noch einmal fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Video. Pfiat euch!